Guten Abend, meine lieben Zuschauer, ne? Und herzlich willkommen zum heutigen Livestream. Ja, zu Cult of the Lamb. Momentan noch im Pause-Menü. Ändert sich jetzt aber sofort. Wir waren gerade genau da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Mit einem hypnotisierten Sunny. Er ist hypnotisiert. Von meiner Präsenz. Nichts macht ihn glücklicher, als dass ich hier bin. So, beim letzten Mal haben wir das hier am Ende noch gebaut. So ein Dämonenaltar. Und mich würde immer noch interessieren, was genau das eigentlich ist. Da war irgendwas, ich kann einen Begleiter mitnehmen. Und auch mal kann ich mir echt so einen Kameraden mitnehmen. Wie sieht er denn zufällig einen Gegner an und explodiert in seiner Nähe? Also, ich kann meine Kameraden auch mal zu irgendeinem Gehilfen machen. Sven ist ja gerade eher in Knast gewesen, ne? Ich meine, ich habe ihn zum Ende letztes Mal noch reingeschickt. Sunny, komm, begleit mich mal. Ich weiß nicht genau, was das macht. Okay, crazy. Sunny ist eine komische Bombe geworden. Möchtest du jetzt mit mir kommen, oder? Ich weiß nicht, was aus Sunny geworden ist. Das weiß keiner. So, wieder ein Stück Gebetsstein. Sven gibt mir Geld. Nee, der kam am Ende raus. Unsere Putzkraft hatten wir eingesperrt, genau. Jetzt erinnere ich mich richtig. Holz haben wir ja auch mittlerweile genügend. Wir können da drin was machen. Wir können nämlich noch eine neue Doktrin verkünden. Mit nur drei Anhängen. Der Rest pennt entweder oder ist konvertiert. Komm, holen wir uns das letzte vom Jenseits. Zur Erde zurückkehren oder unsere irdischen Überreste bewahren? Zur Erde zurückkehren. Schaltet das Gebäude in natürliche Bestattung frei. Die Leichen toter Anhänger kehren zur Erde zurück, indem sie zu Dünger werden. Die Gefallenen betrauern. Schaltet das Gebäude grabfrei. Haltet zwei Glauben, wenn Anhänger am Grab trauern. Na gut, Dünger kriege ich so oder so mehr als genügend, ne? Wenn die allein schon aufs Scheiß ausrennen. Also, ich nehme das Grab. Weil da kriege ich wenigstens Glaube. Ja, und jetzt haben wir ein weiteres Teil voll. Im Übrigen wollte ich mal wieder mit dem Teil hier rumrennen. Weil das gibt mir bei jeder Ziehung eine Tarotkarte ein krankes Herz. Und wenn ich sterbe, dann verliere ich ja alles. Das wollen wir dann versuchen zu vermeiden, was eigentlich auch relativ einfach möglich ist. So, irgendwo haben sie was hinterlassen. Sie wollten einfach nicht, dass ich mich langweile. Sven, was willst du? Oh, Sonnen, Führer, glaubst du, wir könnten bald etwas Extravagantes zu essen haben? Zum Beispiel köstliches Fischgericht? Ja, das lässt sich einrichten. Sofern ich Fische habe. Zur Not gehe ich angeln. Ich habe mir, glaube ich, letztes Mal auch geholt, dass Rituale jetzt weniger kosten. Da habt ihr also hingekotzt. Langsam gehen die Steine tatsächlich aus. Ich habe dein Ritual durchgeführt. Du hast getan, oder? Du hast die Macht der Pilze gekostet. Ja, du bist genau wie so. So weißt du, dass du ein Freund bist. Hier, nimm das. Ein Zeichen der Freundschaft. Zwischen zwei Gehirnwäsche-Pilz-Liebhabern. Pass gut darauf auf. Du kannst niemandem vertrauen. Niemanden. Und ein weiteres Teil für ein Vlies. Ich möchte dir etwas anderes geben. Etwas, das deine unsterbliche Liebe für die Pilze und ihren unbegrenzten Möglichkeiten symbolisiert. Eine Pilzskulptur.
bin ich gezwungen, die zu bauen? Die braucht 20 Goldbahnen und 35 von diesen Pilzen. Muss ich nicht bei Soso bedanken. Bau es in deinem Kurs und komm wieder zu mir zurück. Soso wird dir ein nettes Geschenk machen. Soso ist immer fair, bezahlt immer seine Schulden. Nicht so wie diese Lügner dort draußen. Okay. Jetzt muss ich auch noch eine Pilzskulptur machen. Dafür habe ich doch Geld gar nicht erst. Und hier ist jetzt Nacht. So, mich interessiert nach wie vor. Holen die sich das jetzt auch dort oder habe ich da was Falsches gesehen? Ach komm, ich helfe dir. Ich will mitbauen. Ach, die sind unermüdlich. Die holen immer weiter. So, dann machen wir mal ein paar Holzbohlen, wenn ich schon so viel Holz habe. Ach ja, und wir haben beim letzten Mal Hackett besiegt. Den zweiten Boss. Na gut. Jetzt können wir hier rein. Wir haben 9 Anhänger zur Verfügung. Einer ist gerade kein Anhänger. So gesehen. Ich habe ihn zu irgendwas anderem gemacht. Aber hey, Sunny begleitet mich auf meiner Quest. Hast du neue Samen? Ja, du hast jetzt Kürbiskerne. So, auf ins neue Gebiet. Die Ankertiefen. Und Sunny schwimmt echt hinter mir. Okay, die Eifer-Axt. Damit kann ich mir göttliche Inspiration holen. Und die Tentakel. Ein bisschen Holz. Ich weiß, das war vor die Eifer-Verschwendung. Perfekt. So, bin gespannt, was mich hier für neue Gegner erwarten. Oh, so etwas. Tschüss. Tschüss. Der klappt doch ganz gut. Neues Gebiet und bisher keinen Schaden. Ach ja, im Schnitt habe ich jetzt auch noch was Neues gesehen, nämlich, dass man diese Läden erkennen kann. Da habe ich nämlich nie so wirklich drauf geachtet. Erst so im Schnitt habe ich das gesehen. Zahlscherben, sehr interessant. Was Neues. Und zwar hängen da immer so Teile über dem Laden drüber. Ihr seht gleich, was ich meine. Der hat da so Schmuck vom Laden hängen. Okay, weniger Eiferverbrauch. Lol. Das sind einfach Bomben zum Schlagen. Aua. Okay, man kann nicht mehr als ein ganzes krankes Herz haben, weil ich hatte vorher eins und die Tauka hat da keins dazu getan. Das wusste ich wiederum nicht. So. Sherpa ist nicht mehr krank, jawoll. Alter. Jawoll. Alter, diese Gegner gefallen mir. Schlagt sie in ihre Kollegen rein und zack, weg sind sie. So, eine Mondheilskette, das heißt... Ah, da war's. Wartet, hier, seht ihr? Da hängen dann immer so Sachen vor dem Gebiet, wenn da der Laden ist.
Die Dinger meinte ich. Dann kann man diese Tarotläden erkennen. Alte Bonusressourcen oder ein zusätzliches Herz? Ach, ich nehme die Ressourcen. Hey, 30 Münzen, ich brauche gerade Geld. 9 wollte ich sagen. Aber nein, es ist nur der alte Schießdude, der im Boden steckt. Nur ein bisschen breiterer Schuss. Okay, geht ja nur in eine Richtung momentan, ne? Ich habe jetzt ja noch gar nicht bemerkt, dass Sunny irgendwas gemacht hat. Nebenbei, was passiert eigentlich mit Sunny, sobald der Run vorbei ist? Da ist ein Haus. Da wären Ressourcen. Ich könnte mir auch ein Leben und Ressourcen holen. Hier wäre ein Anhänger. Na gut, ich habe ja vor, meine alten Anhänger wiederzubeleben. Hier kommen, kann ich Holz und Stein sammeln. Ach ja, ich habe ja diese Erweiterung, dass der Twitch-Chat was entscheiden kann. Wenn er Lust hat. So, gibt ja nur einen Weg. Oh, da ist, glaube ich, Gold in dem Stein. Ich bin halt noch nie diesen Steinraum gegangen. Da sind echt Goldklumpen drin. Nice, Geld. Ach, 20 Hingabe. Wie nett von dir. So, Sunny, mach was. Mach was. Ah, okay. Er sprintet rein und explodiert. Okay, ich kann mir einen neuen Zauber nehmen, aber vorher mache ich ja alles platt. IQ aus Berührung, hervorbrechende Eis sollen die getroffene Gegner einfrieren. Ah, ich nehme das Einfrieren. So, Geld. Achso, derselbe Zauber, nur in Eisversion. Jo, kann ganz praktisch sein. Lustig, dass der Bombe einfach die ganze Zeit in deren eigenen Gesicht explodiert. Oh, einer der Bösen kommt. Hat viele Gefäße, wie ich geschickt. Einer nach dem anderen fallen sie allesamt. Du bist weiter gekommen, als die meisten zugegeben. Also ja, ich werde es sehr genießen zu sehen, wie dein Kult von innen heraus verfault. Och nö, lass Kai in Ruhe. Ich hoffe, Kai legt sich schlafen. Mit welcher Pestilenz hast du Kai angefasst? Ja komm, schieß doch! Schieß doch! Ah, guck mal, eine Tarotkarte. Oh, die Kristalllaterne sieht geil aus. Kann man bestimmt aus den Kristallscherben machen. Ja. So, was kriege ich? Es ist möglich, dass sie einen Fisch hinterlassen. Ich gehe gleich sowieso angreifen. Für wahrscheinlich mindestens 20 Minuten. Ich friere ich ein und dich töte ich. Tschüss. Auch eine Tarotkarte. Karte wird aufgedeckt. Ah, links von mir ist Laden. Und gut, hätte ich auch so gesehen an den Schmuckstücken hier.
Oh, Gegner hinterlassen dreimal mehr Eifer. Ich habe 90 Münzen. Seit wann habe ich Geld? Verursacht Geschaden bei getroffenen Gegnern oder Schaden bei Rollen. Der Schaden beim Rollen ist nicht so krass. Vielleicht ist sie auf einer höheren Stufe krass, aber momentan eher nein. Salios. Die explodieren in meinem Gesicht, die Kleinen. Okay, schießt er nur diese Bodenwellen? Nee, der macht auch einen Charge. Okay, aber ansonsten ist er relativ easy. Wirklich auf diesen Charge. Ey, komm, ich hab schon das Eifer. Ja, komm. Tschüss. Und einen neuen Begleiter. Sunny hat nichts gemacht. Ich weiß gar nicht, wer du werden sollst. Blumenkohlsamen, Goldklumpen oder Steine? Hm. Ich nehme die Samen. Und das erste von viermal abgeschlossen. Jetzt heißt es erstmal angeln. Und natürlich erstmal Kai ins Bett schicken. Ja, komm, ein bisschen Gold herstellen und danach kann er ruhig das andere herstellen. Oh, ich habe Inspiration. Was nehme ich denn? Den Tempel. Verbessere den Tempel. Besser deinen Tempel und den Schrein. Halte mir hingehen, aber dann möglich mehr Anhänger zu beten. Dann baut mal den Tempel um. Da sind ein paar wie hypnotisiert. Kult verbessert. Kai, leg dich hin. Leg dich hin. Nee, warte. Noch besser. Hab die Blüten nicht. Okay. Hat sich hinlegen. Ich weiß nicht, wen ich dem zuteilen soll, weil vom Prinzip her habe ich alle meine Kollegen jetzt schon drin. Ich werde dich einfach opfern, also nenne ich dich Opferlamm. So, irgendwann opfer ich dich. Okay, Heilung verlaufen 15% schneller. Er ist zynisch und ungläubig. Danke sehr. Ich habe nicht vor, meine alten zu ersetzen, ne? Ah, so viel Hingabe. Weil ich es gesehen habe, soll ich jetzt auch die bessere Farm bauen? Ja. Ja, bessere Farm. Dann arbeiten die für mich. Und guck mal. Es funktioniert. Es muss nicht unbedingt in den Kreis sein, damit sie es nutzen. 3 Fleisch, 4 Holz, 3 Stein. Nett. Ich weiß, ihr seid gerade am Futtern. Aber wir müssen eine neue Doktrin verkünden. Haben, glaube ich, nur noch 4 vor uns, ne? Gesetz und Ordnung, mit einem Sitztümer. Machen wir erstmal mit Sitztümer voll.
Überhöhung des Selbst oder der anderen. Almosen von Jahren führen deinem Tempel ein Ritual durch, bei dem du Geld an alle deine Anhänger verteilst, um ihre Loyalität zu erhöhen. Du hättest auch 10 Glauben. Führen deinem Tempel ein Ritual durch, bei dem alle deine Anhänger Geld an dich spenden. Spendet mir Geld! Ich brauche euer Geld. So, nur noch ein Ritual zum Freischalten. Das ist wahrscheinlich bei Gesetz und Ordnung. Ich habe hier 282, ne? Und bei euch, das kostet nur 50 pro Ding. Komm, dann holen wir eben kurz alle. Haben wir das wenigstens vom Tisch. Dann habe ich auch kein Bedürfnis, eventuell nochmal hier hinzukommen. Außer man kann ihm diese Pilze echt gut verkaufen. Dann vielleicht. Was ist geschafft? Jetzt weiß ich, dass ich trauen kann. Anders als diesen fiesen Lügnern dort draußen. Sie sehen alles und hören immer mit. Hier, nimm das. Du bist Sosos bester Freund. Du bist Sosos einziger Freund. Und wir haben ein weiteres Fließ damit freigeschaltet. Soso kann dir jetzt vertrauen. Soso wird sich dir verpflichten. Du wirst mich vor den Lügnern da draußen beschützen und Soso Pilze bringen. Soso ist glücklich. Soso hatte noch nie zuvor so viele Pilze. Ohne dich würde Soso nie in der Lage sein, so viel auf einmal zu erwerben. Soso kann kaum abwarten zu sehen, was passiert. Ich kriege auf jeden Fall 30 Hingabe. Beziehungsweise Inspiration. Und Soso scheint ansonsten nichts von mir zu wollen. Ja, ich könnte ihm diese 3 Anhängerformen hier noch abkaufen. Die kann man ja allgemein finden. Die will ich aber lieber selber finden. Hier einmal raus und wieder rein. Kann ich dann die irgendwas verkaufen? Nee. Okay, dann hat sich Soso eigentlich mehr oder weniger erledigt. Ein Ort, wo ich auch gerne nochmal hingehen würde, wäre hier dieser Ort, wo man dieses Astagaloi spielen kann. Da ist ja jetzt ein neuer Gegner so gesehen. Einer ist zurück. Schalamba, geil. Anführer, ich bin heil von meiner Mission zurückgekehrt und habe ein Opfer mitgebracht. Hallo, ich Anführer. Einige Älteste wurden aus ihrem Kult verbannt und suchen einen Ort, um ihre letzten Jahre zu verbringen. Vielleicht sollten wir sie bei uns aufnehmen. Ja, kann man ruhig machen. So, Putzkraft, legt dich schlafen. Nein, 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 ihr legt euch noch nicht schlafen. Erst wird noch eine Predigt gehalten. Ist mir egal, ob ihr schlafen wollt. So, Fluch des Blendens oder gnadenlose Waffen? Ich gehe den Waffenweg, dann kann ich nämlich direkt die göttlichen Waffen beim nächsten holen. Beziehungsweise beim übernächsten. Ich muss ja erstmal da die noch heftigeren Waffen freischalten. So, ich kann mir jetzt noch ein weiteres davon holen. Das goldene Fließ, das könnte heftig sein, wenn man es richtig einsetzt. Also, ich finde, das Beste ist halt wirklich das Fließ des kranken Herzens. Ja, man kann irre viel verlieren, aber man kriegt halt durchgehend ein schwarzes Herz. Nehmen wir das weiße Fließ. Bleib aber beim lilanen. So, die sind jetzt alle sauer auf mich, weil sie einmal aufgeweckt wurden.
So, wir gönnen uns die zweite Farbe. Das hat allerhöchste Priorität. So, Farben 2 kann ich sogar bauen. Opferland 2. Kriegst von mir keine Farbe. Die werden einfach Opferland heißen. Wenn ich eh nicht vorhabe, sie lang zu behalten. Ah, ich muss sogar nur einen rekrutieren. So. Dann baue ich jetzt erstmal mit denen hier. Ja, sie bauen eigenhändig ab. Jetzt muss ich nur daran denken, das Zeug zu füllen. Noch haben wir kein Rezept, aber ich pflanze es trotzdem mal an. Komm, das wird eben gebaut. So, sie wollen essen. Ach, ich habe nie auf Kochen gedrückt, ich Vollidiot. Gott, Gott, Kind. Du hast deinen Weg hier gefunden. Du hast auf ein Spiel, aber sei gewarnt. Ich mache ernst. Okay, Schwierigkeitsgrad ist höher. Linky, du und ich. Ist hier, was heißt hier eigentlich schwieriger? Ist trotzdem einfach nur Luck? Wahrscheinlich denkt er einfach mehr. Nee. Wow. Wow. Einmal eine 4, bitte. Auch in Ordnung. Oh, lecker. Ich nehme dir mal ein paar Punkte weg. Eine 5 wäre ganz toll. Momentan liege ich in der Führung. Das haut mir alles kaputt. Nehme ich dir halt deine 4. Nimmst du mir halt meine 4. Oh, lecker Punkte. Die mir instant genommen wurden. Ist das einfach nur, Flinky hat mehr Lack als Radtauch oder was ist das? Das Spiel hier hat null mit Können zu tun. Das ist einfach nur Luck. Vier oder sechs? Alter! Zumindest kriege ich nur zweite zwei. Und meine zweiten sind weg. Tschüss, 3. Ciao, meine 5. Na, endlich. Erstmal den höchsten Punkte weg. Wert wegnehmen. Damit der schöner Punkte einbüßt. Du hättest mir ruhig meine 4 nehmen dürfen. So, ich nehme dir deine 2. Kannst du ruhig da behalten. Ist mir ehrlich gesagt Pumpe. Hm.
Ich hätte das an seiner Stelle links reingetan, weil jetzt habe ich gewonnen. Was? Genau wie ich es mir dachte. Was? Ich schätze, du nimmst das besser. Okay, wieder was Neues freigeschaltet. Immun gegen Gift? Oh. Das könnte eventuell nützlich sein. So, und wie viel kann ich jetzt bei dir an Geld gewinnen? Einfach 5 mehr als bei Retau. Komm. Gib mir Geld. Wir haben 600. Einmal will ich um Geld spielen. Und da bist du gesagt, einmal will ich Geld gewinnen. Ich würde auf jeden Fall Akaya zuerst opfern. Weil er halt eh kurz vorm Abtrippeln ist. So, macht der Fromm noch stärkere Waffen. Ich gehe danach auf die goldene Waffe. Und auf die höchsten Waffen. Und das mit dem Fluch, das hole ich mir eventuell als letztes. Weil erstmal die Waffen auf jeden Fall aufs Maximum aufbessern. Oh, was ist denn das für eine coole Waffe? Gnadenloses Schwert, das sieht ends cool aus. Gewährt die Chance, beim Angriff auf einen Gegner einen kritischen Treffer zu verursachen. Okay, und ich habe ein halbes Herz mehr. Gut, dass so ein paar Kamelien direkt am Anfang sind, ne? So, ich habe noch volles Leben, also gehen wir dahin. Ah, ich krieg wieder was geschenkt. Ach, wofür sind Herzen gut, wenn man sie nicht weggeben kann? Ich dachte einst, dass ich meins für mich behalten würde. Zwei Kinder hatte ich, das war echte Liebe. Hatten wir diese Katze schon mal? Und doch wurden mir, miau, an einem trüben Sommertag meine wunderbaren Kinder weggenommen, miau. Ein Geschenk, sagten sie, für den, der sie am meisten lieben, miau. In der Warte, ich weinte, ich klagte, miau. Aber wie kann man sich einem Gott verweigern, miau. Wie immer sie sind, ich hoffe, dass sie genauso fromm und liebevoll sind wie ich, miau. Ja, wenn ich schon die Auswahl habe, nehme ich die Anhängerform. Ist ja auch so ein Grund, warum ich hier bin. Und das Ambrosia kann ich mir ruhig gönnen. Nochmal ein bisschen Fluchschaden. Ist eine neue Karte tatsächlich. Also, why not? Die Karte stört es offenbar nicht, dass ich hier alles kurz und klein schlage. Ah, Säuger, gar nicht. Kennen wir dich? Ja, ich glaube, du warst der erste Boss. Ey, was heißt der erste Boss? Okay. Haufenweise Ads. Ja, das ist, glaube ich, der erste Boss, den wir hier bekämpft haben. Also ein absoluter Witz. Alter, ich habe ihn instant so hart verprügelt, dass er sich wieder zurückgezogen hat. Und er dreht sich wieder zurück. Und diese Blitzwaffe, die ist halt auch übelst stark, ne? Komm mit. So. Wir nehmen ein paar Bärensträucher mit. Dann habe ich mir für die Kiste Auge des Zeugen. Okay, und was mache ich damit? Das hatten wir, glaube ich, bisher noch nicht. Knochen. Wie viel habe ich an Knochen? 76. Und dem Kult geht's eigentlich noch sehr gut. Ich würde halt wirklich noch einen weiteren Run machen.
Jetzt, da du den Bischof dieses Gebiets besiegt hast, kannst du deinen Weg fortsetzen. Weil das wurde ja schon mal angedeutet, dass ich jetzt einfach durchziehen kann. Je weiter du dich voranwachst, desto größere Belohnungen erwarten dich. Aber Vorsicht, ohne die Allgegenwärtigkeit Kronfähigkeit kannst du nicht zum Kreuz zurückkehren, bis du einen anderen Heliporter erreichst. Geh nur dann weiter, wenn du gewillt bist, deinen Kreuz für längere Zeit zu verlassen. Ja, ging ja recht schnell, ne? Also, können wir euch machen. Vor allen Dingen, wir haben gerade so einen hardcore guten Run. Das will ich einmal eben kurz nutzen. Ich würde sagen, hier das Haus, dann hier. Dann nehmen wir das Essen und verprügeln den Boss. Beeren? Beerenstrauch oder Lachse? Ich nehme den Strauch. Okay, es stört ihn nicht, wenn ich seine Kundschaft umbringe. Wann bin ich herzlos? Mag es nicht, meine Liebste anzurühren. Okay. Ich denke mal, der wird richtig aggressiv, wenn ich die Schnecke nochmal schlage. Deswegen lasse ich Schnecke mal in Ruhe. Ist egal, wo ich langlaufe, ne? Oh, ich kann mir wieder was gönnen. Ja, wenn, dann nehme ich die Blaupause. Den Gebetsschein kriege ich auch so. Amdusias, dich haben wir auch schon mal bekämpft. So hardcore weggerannt. Ey, denn er konnte ja gar nichts mehr machen. Ey, und ihr müsst euch vorstellen, das mit den Waffen geht nochmal eine Stufe höher, ne? So, wie viele Bärensträucher habe ich jetzt auf diesem Run geholt? So, ich nehme die 12 noch mit. Wir haben auf jeden Fall genügend Knochen, dass ich hier 2 Leute opfern kann. Ab nach Hause. Junge, wir haben so hart plus gemacht. Der Run hat sich richtig gelohnt. Und es hat nur eine Viertelstunde gedauert, einfach weil ich so hart durchrasiert habe. Macht mal ein paar Goldbarren. Sunny, hier geblieben. Sunny, immer noch hier geblieben. Du kriegst ein kleines Geschenk von mir. Ein Keks, oh. Sunny hat von mir einen Keks bekommen. Aber Sunny, der Keks, der kostet was. Warum ist Sunny jetzt krank? Akaya ist gestorben, während wir weg waren. Warte, bevor ich dich weggebe, machen wir jetzt erst eine Predigt. Und danach verabschieden wir uns von unserem Opferlamm. Ja, genau, den da. Kriege ich nämlich instant ein Level Up hier. Wir können auch vorher eine Predigt halten. Welchen ich hier besitze, bedeuten alles oder nichts. Eigenschaft sakraler Architektur. Alle Kultmitglieder erhalten die Eigenschaft sakraler Architektur. Erhalte plus 5 Glauben, wenn ein neues Gebäude gebaut wird. Eigenschaft Verehrer. Alle Kultmitglieder erhalten die Eigenschaft Verehrer. Erhalte mehr Glauben, wenn du eine Predigt hältst. Ja, ich nehme das. Ich baue nicht so oft. Außerdem erscheint mir das viel nützlicher. So, Rituale. Loyalität will ich nicht. Ich will das hier.
Turbo. Opfer am 2. Und dann beleben wir einen unserer alten Toten wieder. Tschüss, Opferlamm. Die freuen sich, dass das Opferlamm weg ist. Ich hätte auch erst wieder beleben können, ne? So, kriege ich auch nochmal ein paar Knochen zurück. Ja, ich kann hier etwas aufbessern, ne? Große Unterkunft, die wollte ich haben, damit die nicht mehr einbrechen. Und wir können den letzten Tempel freischalten. Mit der nächsten. Ich vergesse auch, dass ich die Dinge mal einsammeln muss. So, dafür werden Holzbohlen, warum wird Dünger dafür gebraucht, und hier diese Goldbahn gebraucht. Ich habe keinen Missionar auf der Reise. Okay, das Level macht keinen Unterschied, was die mitbringen. Bring mir mal ein bisschen Fleisch, Palbanta. So, und in der Zwischenzeit packe ich hier, glaube ich, nochmal zwei Samensilos hin. Damit das auch längere Zeit mit Samen befüllt ist. Da helfe ich auch gerne mit beim Bauen. Ach, was ich ja auch machen wollte. Dekoration. Der muss sein. Der kommt sogar hier zum Essen. Der Brunnen, der muss sein. Was macht die Natur als Kette nochmal? Extreme, hier findest du heraus. So, der erntet der Bonusressourcen. So, wir halten eine Predigt und danach verabschieden wir den alten Sherpa. Er hat seine besten Jahre hinter sich. So, noch bessere Waffen. Als ob es nicht schon krank genug ist, ne? Er darf aber noch vorher in der neuen Doktrin beiwohnen. Der vorletzten. Sind tatsächlich wirklich nur noch zwei. Steht niemand über dem Gesetz? Eigenschaft Glaube an die Ursünde. Alle werden schuldig geboren. Du erleidest einen verringerten Glaubensverlust, weil dein Anhänger angesperrt wird, der kein Abweichler ist. Okay. Die Freiheit steht über allem. Jeder Tag, der ohne eingesperrt im Gefängnis beginnt, bringt 10 Glauben. Na gut, ich habe fast durchgehend keinen, der jetzt wirklich im Knast sitzt. Das wäre eigentlich ganz praktisch, weil dann geht der Glauben nicht flöten. Das andere, das klingt für mich mega gemein. Guck mal, wir sind der netteste Kult aller Zeiten. Da hat sogar noch einer einen Rang ab. Jawohl. Tempel 4. Wir haben die letzte Stufe des Tempel 2 geschaltet. Und können somit eigentlich alles bauen. Hingabe. Kult verbessert. Die heilige Statue. Boah, können die da viel ansammeln, während ich weg bin. Ist ja richtig nice. Ist jetzt hier drin auch irgendwie was erweitert? Scheinbar nicht. Guck mal, bald brauche ich das hier drin gar nicht mehr. Nur noch für Rituale. Predigt ist dann unwichtig. Hier Doktrinen sind mit den nächsten ja auch unwichtig. Wenn wir eins mal abbauen.
Aber ich will sehen, dass die mal was abbauen. Ich helfe da jetzt nach. Ah, die tun das hier in diese Kiste rein. Und da kommen dann auch die Samen wieder rein. Verstehe. Danke, jetzt habe ich das wenigstens mal gesehen. Nur den Code können die halt nicht zurückholen. Yannick schießt alle paar Sekunden Projektile. Ich hätte gerne einen, der auch irgendwie kämpferisch aktiv ist. Yannick, komm mit. Das Ding würde ich übrigens dann auch einmal aufwerten, weil ich habe ja gesehen, es gibt so eine zweite Version davon. Und sogar eine dritte. Kann ich drei Anhänger mitnehmen. Hier. Die Dekorationen finde ich unnötig. Das Schöne ist, alle, die jetzt hier in so einem Ding sitzen, die erzeugen Hingabe. So, wir machen jetzt noch einen Run. Uns fehlt ja auch noch ein bisschen hier in Anura, deswegen gehen wir da jetzt rein. Dann haben wir Anura eventuell auch abgeschlossen. Oh, hi. Ein weiterer Bischof wurde getötet. Hecate hat eine Äone lang geherrscht und niemanden gefürchtet. Ihre Herrschaft war die des Hungers. Jetzt haben ihre befreiten Untergebenen einen gierigen Appetit. Sei auf der Hut, damit du nicht zum Jagen wirst. Ja, jetzt sind die hier halt heftiger. Oh, Schaden 9! Hammer des Kriegstreibers. Es gibt jetzt Hämmer? 0,25. Aber 9 Schaden. Das ist nicht mal eine besondere Version. Boah, ich kann während der Schlag gemacht wird noch nebenbei zielen. Ein bisschen Angriffstempo wäre das irre geil, der Hammer. So, Yannick, ich will dich in Aktion sehen. Alter, Alter, ich warte. Okay, Yannick kämpft auch tatsächlich im Gegensatz zu dem anderen. Alter, der Hammer. Die Leinenbrüche sind einfach one-hit. Die waren auch fast one-hit. Obwohl, Yannick hat sich vorher angegriffen. Die waren really one-hit. Der Hammer ist krass. Aber nicht meine Lieblingswaffe. Die heftigen Frösche waren two-hit. Tschüss. Tschüss. Da ist der Laden. Ja, wir haben den steinernen Pit aus Anura. Jetzt fehlen nur noch die Anhänger Form. Drei müssen wir hier noch holen. So. Hier ist der Laden. Wir bringen ein Opfer da. Angriffsgeschwindigkeit wäre jetzt so krass. Ja, genau, gibt dem Hammer noch eine Crit-Chance. Und mehr Eifer. Na gut, kann ich den Feuerball wenigstens häufiger einsetzen. Zack. Wenn man so einen höherstufigen Schützen hat, ist das bestimmt ganz toll.
Oh, mit dem Hammer dauert es lange, so einen Raum abzuarbeiten. Auch wenn er so eine immense Reichweite hat und alles wegkriegt, was er trifft. Okay, mit der Roll-Schlag-Kombination, das funktioniert richtig geil. Das muss ich irgendwie geben, der eh schon am Beten ist. Der schlägt dann instant zu. Alter. Okay, Meinung zum Hammer geändert. Also wenn man diese Rollschlag-Kombi macht, dann ist der Hammer overpowered. Guck mal, wie schnell man damit zuhauen kann. Und der macht 9 Schaden pro Hit. Der Chamäleon-Beet, das ist was Allgemeines. Anhänger brauche ich jetzt nicht so dringend. Mit Stein habe ich ehrlich gesagt so ein Problem, ne? Da könnten auch Goldklumpen bei rauskommen. Ich würde das Fragezeichen aber interessieren. Mit diesem Schneckendude, also dieser Raupe, will ich einmal Streit anfangen. So, die höre ich mal zu. Es war anders als der Rest seiner Siebschaft. Denn die anderen waren immer im Fluss. Chaos, Hungerslust, Pestilenz, Krieg. Alles Dinge, deren Beständigkeit dem Bandel unterworfen ist. Und doch war er der Unvermeidliche, der Hartnäckige, der Unaufhaltsame, jener, der wartet. Wahrhaftig, so scheint es, ist seine Begierde, das Unbekannte und Neue zu umgarnen. Alte Gelübde wie auch irrtümliche Bande zu brechen. Traditionen stehen still und der Appetit wächst dennoch. Der Zweifel reißt den Glauben in zwei. Bisher habe ich kaum Knochen erhalten, ne? So, nehmen wir mal das hier. Ich will gucken, was das untere ist. Gegnerische Lebensenergie halbiert doppelten Schaden allein. Junge, die sind jetzt wirklich one-hit. Ich brauche die doch nur einmal treffen und die sind tot. Alter, nur die Großen, die überleben einen Hieb. Alles andere ist wirklich One-Hit. Mega krass. Also ich mag den Hammer. Er ist langsam, aber er ist OP. Okay, wir gehen mal unten lang. Mal laden. Gnadenloser Panzerhandschuh. Wir hätten Hunde des Schicksals. Ich nehme die Hunde. Besserer Zauber. Ich versuche gerade den perfekten Schlagabtausch zu finden. Einfach Insel nach dem Schlag rolle und Schlag machen. Ich habe die Meta gefunden. Und tschüss.
Ja. Zauber, wer braucht Zauber? Ich liebe es, wenn man einfach so hart übertreiben kann, was den Damage Output angeht. Ist immer so geil. Eine Tarotkarte nehme ich natürlich. Ich kriege durch die Tarotkarte eh ein schwarzes Herz. Brauche ich gar nicht lange überlegen. Hackett bekämpfen, ne? Ich hoffe, Sherpa ist jetzt nicht in der Zeit gestorben. Ich habe da nicht so wirklich drauf geachtet. Ihr wollt nie in meine Nähe kommen, während ich diesen Hammer habe. Nekromantenschwert, nee. Ich mal ansatzweise. Zack. Alter, dieser Hammer. Also ich nehme es aber auch nur für die Münze eben. So. Links ist Laden. Die ultimative Waffe. Kein Gegner hat mehr eine Chance. Ja, genau, erhöht den Waffenschaden noch mehr. Komm, Angriffsgeschwindigkeit. Ich will das Ding mal mit aller Geschwindigkeit sehen. Ach, Nacht. Haben gerade eh Nacht. Passt. Ey, ich habe gerade den Schaden noch mal um 30% erhöht, ne? Instant tot. Das war erwartungsgemäß. Ein Treffer und die sind tot. Immun gegen Gift. Zeuge Barfin. Ich hab Hitkarte gehabt mit dem Hammer. Alter, ich hab ihn so hart gedamaged, allein schon mit dem Zauber, dass er sich instant wieder verzogen hat. Alter, dieser Hammer ist so krass. Da ist eine Anhängerform, die nehme ich auf jeden Fall mit. Denn ich kann nämlich Anhängerform. Oh, ein Frosch!
man wieder ein Auge des Zeugen, wofür auch immer man das braucht. So, dann kämen wir mal zurück. Ich hoffe, dass Sherpa noch lebt. Weil ich nutze ihn dann, um die Loyalität von allen zu steigern. Den Rest an Hingabe kann ich ruhig über Predigten holen. Sherpa lebt noch. Oh, wir haben noch die Putzkraft. Die putzt nicht mehr. Die Putzkraft kehrt nie wieder. Ich weiß, wie schlecht der Joke war. So, wir können uns außerdem noch die letzte Doktrin gönnen. Danach haben wir keine mehr. Glaube durch Hingabe oder Glaube durch Spenden? Im Tempel ein Ritual durch, bei dem du einen Anhänger zum Glaubensverstrecker nennst. Dem Kult patrouilliert und die Loyalität deiner Anhänger erhöht. Fände ich nice. Führe im Tempel ein Ritual durch, bei dem du einen Anhänger zum Steuereintreiber nennst. Der Essen von den anderen Kultmitgliedern einsammelt. Wäre auch ganz nice. Aber hier, da würde ich halt machen, einer macht durchgehend, dass bei meinen anderen Anhängern die Loyalität sich steigert. Essen habe ich ja gelöst, das Problem. Also nämlich Glaubensvollstrecker. Und damit habe ich alle Doktrinen verkündigt, ne? Ja, Errungenschaft die Lehre. So, Rituale. Ich habe genügend für zwei. Steige mir erstmal generell die Loyalität. So, die sind beide gleich gut. Sherpa. Sherpa ist nämlich der am ehesten am Abkratzen ist. Du kriegst einen friedlichen Tod. Sagte man, und da passiert sowas. Da ist die Loyalität richtig gestiegen. Das sollte ich öfters machen, das Ritual. So, und die Putzkraft kann ich leider noch nicht opfern. Aber ich kann jemanden zum Verstecker nennen. Am besten, der noch ein langes Leben vor sich hat. Sunny. Ich warte mal, irgendwen, der richtig hier andere steigern soll. Ich würde Maxstream tatsächlich damit beauftragen. Scheint ja keinen Unterschied zu machen, welches Level die haben. Weil ich ihn wahrscheinlich eh nie mitnehmen würde. Und er so wenigstens bei allen anderen das erhöhen würde. Nee, warte, wir nehmen das Opferlamm, weil das ist eh zum Sterben prädestiniert. So, er wird jetzt die Realität von allen steigern. Und bei Doktrinen haben wir alles, ne? Ja, da kann nichts mehr gemacht werden. Ich weiß, was ich mache. Ritualabklingzeiten. Wenn die 50% schneller fertig sind, das ist praktisch. Auf jeden Fall speichere ich hier jetzt und gehe zum Hauptmenü zurück. Ja, Leute. Ich vergesse immer, dass das Spiel die Controller zum Vibrator macht. Ja. Das war doch ein interessanter Stream. War doch auf jeden Fall spaßig. Haben viele coole neue Sachen gesehen. Ich würde mich dann an dieser Stelle von euch allen verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf YouTube ein Abo da, ein Follow auf Twitch. Und ich wünsche dann jetzt jeden noch einen erfolgreichen Tag, beziehungsweise eine schöne Nacht, je nachdem, wann ihr euch das anguckt. Tschüss!